sage ich mal herzliches Grüß Gott und herzlich willkommen zu der Presseveranstaltung, die wir da, zu der wir eingeladen haben. Und der Grund ist der, dass wir als relativ kleiner, privater Sender getrieben sind vom Wachstum oder von Innovation. Und ich glaube nur immer, ohne, und da werde ich nicht einmal rot, wenn ich sage, wir sind eigentlich ein Sender, der wirklich innovativ ist, der glaubwürdig ist und man kann unter Anführungszeichen, möchte ich schon sagen, fast einzigartig, weil das ist eigentlich, dass wir 30 Jahre in der Medienszene in der Steiermark oder in Österreich überhaupt überleben oder so stark präsent sind in der Region vorerst oder zumindest bis jetzt. Ich zeichne eigentlich aus, dass wir ein starkes Team haben und dass wir, so wie ich gesagt habe, einzigartig oder beziehungsweise sehr glaubwürdig für die Bevölkerung, für die Öffentlichkeit arbeiten. Das Pressegespräch hat den Hintergrund in dem Sinne, dass wir uns natürlich, wie so manche große Unternehmungen auch, aber als kleines Unternehmen, Medienunternehmen, uns einen Partner angelacht haben oder beziehungsweise gefunden haben. Wir haben uns gefunden in dem Sinne, wo wir gesehen haben, wo haben wir Möglichkeiten oder wo haben wir Lücken oder noch Potenzial frei, wo wir noch nicht so stark sind und so weiter. Und es ist uns gelungen, dass wir die RS Media Solution, den Herrn Schlobach, gewonnen haben, der bei uns mit eingestiegen ist bei der ATV und als Minderheitsgesellschafter in dem Sinne mit mir die Geschäftsführung oder beziehungsweise die zukünftigen Agenten erleitet. Zudem in dem Sinne nutzen wir natürlich die Dachmarke von HJS über die Media World und was dort dahinter steht, das wird dann der Herr Schlaubach noch kurz erläutern oder Ihnen sagen. Ich freue mich auf alle Fälle, dass wir auf 30-jährige Tätigkeit zurückblicken können. Der ORF mit ORF heute oder Steiermark heute hat 35 Jahre und da gibt es ja Parallelitäten. Ich erinnere mich noch genau, wie eigentlich der ORF mit Steiermark heute gestartet hat und wir dabei waren bei der Pressekonferenz noch mit Herrn Bergmann und so weiter und wo man eigentlich gesehen hat, dass das Privatfernsehen einen Impuls auch für den ORF gegeben hat. Und das war eigentlich eine Sache, die von der Ausgangssituation so war, dass man gesagt hat, das braucht eigentlich die Öffentlichkeit braucht genauso das Privatfernsehen. Und wenn ich nur ganz kurz noch einmal zurückkommen darf auf die Einzigartigkeit, wir haben als Privat-TV, als ATV die Initiative damals oder als Initiator mitgetragen mit Dr. Grinschke und so weiter, und waren bei der Gesetzgebung eigentlich die Initiatoren oder federführend mit dabei, dass es zum Privatfernsehgesetz damals gekommen ist. Das zweite war, wir haben ein internationales Symposium aufgezogen, über 14 Jahre in der Steiermark in Knittelfeld, wo sich wirklich die europäische Medienlandschaft getroffen hat. Ich erinnere mich nur daran, dass eigentlich die heutigen Fernsehwerbefenster die Verträge alle bei uns damals unterschrieben waren, ob das die RTL-Gruppe, die Sat1-Gruppe oder was weiß ich was war. Also das ist alles von uns dort oder bei uns ist das durchgeführt oder geschehen. Dann war ich natürlich auch initiativ und innovativ bei den Frequenzregionen, Einführung der Frequenzen von TVBD, terrestrische Einführung. Und ich habe gestern mit dem Herrn Struger als Geschäftsführer von der RTR gesprochen und er hat mal gesagt, dass dieses TVBD nach wie vor irgendwo weitergetragen wird. Es wird in Dubai werden dann über die Frequenzen wird verhandelt werden und es wird sehr wohl, ob das dann TVBD 2, TVBD 5 oder heißen wird, über das weiß man noch nicht, aber man kann davon ausgehen, dass die Frequenzen für die Regionen und so wie sie jetzt schon eingeführt sind und die wenigsten wissen und dann noch nicht einmal so angewendet werden, wie es angewendet werden sollte, dass diese Frequenzen in den Regionen für die Regionen zur Verfügung stehen. Das war eigentlich ein Teil, wo ich in RTR aktiv mitgearbeitet habe. Das war damals bei der Einführung von ITV vor Graz oder ITV TVBD. Dass wir natürlich als Programmveranstalter natürlich darauf aus sind, dass wir uns vernetzen, dass wir eigentlich ein offenes Medienhaus immer waren, ob im Kleinen oder im Größeren. Das heißt, wir haben offene Türen in alle Richtungen. Also das ist egal. Ich glaube, dass die Medienlandschaft
Österreich noch viel mehr aufgefordert werden würde, müsste zusammenzuarbeiten, speziell in den Regionen, in den lokalen Gebieten. Die Medienlandschaft in Österreich, glaube ich, ist momentan nicht angetan, dass es zu dem Wachstum kommt, das sein sollte. Also das ist aus meiner Sicht. Und da würde es viele Ansätze geben, die da zur Umsetzung eigentlich führen sollten. Aber da wird, jetzt sage ich ganz ehrlich, die Lokalregionalen werden eigentlich von den Interessen oder von beziehungs meinungsbildenden Sachen ausgeschlossen oder sind gar nicht dabei, und das bedauere ich sehr. Zu guter Letzt vielleicht noch von der Einzigartigkeit. Natürlich, wir nehmen die Herausforderungen nach wie vor an und sagen jetzt, wir haben in der letzten Zeit, und da danke ich sehr, und da möchte ich mich bei dir, Mario, herzlich auch bedanken, wir haben mit der WKO so quasi ein Kooperationsabkommen, aber kein Kooperationsabkommen, wo wir uns knebeln oder wo wir uns was weiß ich was, aber wo ein Beitragsaustausch stattfinden soll, der eigentlich der Region oder der Bevölkerung oder der Wirtschaft in erster Linie etwas bringt. Und da möchte ich mich recht herzlich bedanken. Zum Zweiten haben wir eine Kooperation mit dem ÖMTC, wo ich mich auch recht herzlich bedanke, weil das eine Bereicherung, glaube ich, für beide Seiten ist. Wir haben die Möglichkeiten, Sachen aus der Region einzubringen und umgekehrt, wir profitieren von technologischen Entwicklungen genauso, die wir dann als Beiträge bei uns in den Beiträgen im Lokalfernsehen bringen können. Das so allgemein, und jetzt möchte ich eigentlich nur ganz kurz, wenn es geht, möchte bitten, kann man das Video ganz kurz abspülen. Wir haben ein Video vorbereitet, ganz kurz, wo Sie sich ein bisschen ein Bild machen können, wie das bei uns ausschaut, bevor ich das Wort dann an den Herrn Schlober weitergeben will. So, ganz ein kurzer Überblick oder das, wie bei uns, auf was wir alles eingehen oder eingehen möchten. Mir ist jetzt noch, bevor ich das Wort an den Herrn Schlobach übergehe, eins noch ganz, ganz wesentlich. Wir sind auch in Kooperation oder beziehungsweise in Partnerschaft mit ORF-TV, und unser Programm, so witzig das ist, unter Anführungszeichen, muss ich sagen, wird im ganzen Bundesland Hessen ausgespielt bzw. eingespielt und übertragen. Und wir haben witzigerweise, und auf das bin ich auch sehr stolz, wir haben eine Reichweite von ca. 3,4 Millionen Haushalte, und dort wird eine Kooperation auch gelebt. Dieser Mann, die ORF-TV, ist ein lokal privater Fernsehsender, der sich zur Aufgabe gemacht hat und die wir auch unterstützen, dass dass europäische Partnerstädte in dem Sinne mehr kommunizieren, beziehungsweise dass unter den Partnerstädten eine engere Kooperation zustande kommt. Das ist mir eigentlich nur wichtig zu sagen. Und last but not least möchte ich jetzt das Wort an den Herrn Schlobach übergeben, der als Partner mit agiert und ich hoffe auch in Zukunft in dem Sinne für Wachstumsimpulse bei uns sorgt. Bitte. Ja, also mein Name ist Hans-Joachim Schlobach. Ich bin Eigentümer und Geschäftsführer der AS Media Solutions, und wir geben, wie Sie das auch in dem Film schon gesehen haben, unter anderem das Magazin Business und Logistik raus, aber wir haben auch andere Labels wie Danube and Business und so weiter. Und habe mich sehr stark mit diesem Thema Cross-Media befasst, und zwar ab dem Zeitpunkt, wo es das Internet in der Form aufgetreten ist, ab dem 2000er Jahr, sage ich mal ganz salopp. Seitdem habe ich auch unter anderem die Webadresse journalismus.at, und die habe ich mir damals geholt mit der Überlegung, Dinge, die ich mache, redaktionell, ich komme sehr stark von der Fachmagazinseite, Wirtschaft, Logistik und IT, wo ich gedacht habe, wir können eigentlich von
dieser Stelle aus einen Ansatz fahren, der nennt sich aus meiner Sicht One Story Multimedia. Das heißt, dass man eine Story macht, aber sie letzten Endes über unterschiedliche Formate verbreiten kann. Das war schon damals, würde ich einmal sagen, ziemlich revolutionär, und die meisten Marketer auch bei den Agenturen oder sowas haben diesen Ansatz im Grunde genommen nicht wirklich verstanden. Das hat sich heute geändert, weil natürlich die meisten Unternehmen sich auch genau mit dieser Thematik befassen, aber letzten Endes trotzdem nicht genau wissen, wie erreichen sie beispielsweise ihre Rezipienten für die Information was sie eben auch präsentieren, ihre Lösungen, die sie haben in dem Bereich. Und das geht ja wirklich, ist eine sehr große Bandbreite. Logistik ist eine Querschnittsfunktion der Wirtschaft, die beginnt bei Standortfragen und hört bei der Software auf. Und da kann man natürlich, hat man ein extrem breites Feld der Berichterstattung. Und diese Berichterstattung bietet sich an, sie auf der einen Seite zu internationalisieren. Business Logistik war schon immer ein Magazin, was sowohl in Österreich als auch in Deutschland aufgelegt ist. Das war schon immer das Prinzip. Und das habe ich mit meiner Plattform blogistik.net, die schreibt sich in Blogistik mit C am Schluss, .net, war immer auch so angelegt. Dort habe ich etwa 60% meiner Zugriffe, obwohl das eine österreichische Plattform ist, 60% der Zugriffe kommen aus Deutschland, 30% aus Österreich und dann etwa 10% aus der deutschsprachigen Schweiz, was in etwa die Marktgröße und so weiter auch dokumentiert. Und dieser Ansatz, der war schon immer gegeben. Das ist auf der einen Seite eben eine Verinternationalisierung, weil auch unter anderem Unternehmen hier aus Österreich, die sich mit Logistik im weitesten Sinne befassen, haben einen sehr großen Anteil ihres Geschäfts, machen sie im Ausland und insbesondere auch im deutschsprachigen Ausland. Und das ist mal der eine Punkt, aber auf der anderen Seite lässt sich das Thema Logistik ausgezeichnet regionalisieren. Die meisten verstehen gar nicht, dass sie permanent mit Logistik befasst sind. Das erste Mal richtig verstanden hat man es während der Corona-Zeit, als dann plötzlich, sagen wir, die Cap-Dienstleister wie eine Post oder eine DPD oder andere Logistiker wirklich systemrelevant waren bei der Versorgung der Bevölkerung. Aber das setzt sich natürlich wesentlich weiter fort. So, und jetzt zu unserer Zusammenarbeit. Die ATV ist ja sehr stark auf der einen Seite regionalisiert. Und wir glauben, dass wir diese Themen Logistik im weitesten Sinne genau dort auch ansetzen können, es aber gleichzeitig die Informationen über die Medien, die wir haben, Printmedien, Internet bis hinein in den Social-Media-Bereich entsprechend verbreiten können. Und das ist insofern eine unique selling proposition unserer gemeinsamen Kooperation, weil sie nämlich nicht linear ist, sondern multilinear mit einer Story. Das ist das, was wir meinen, One Story Multimedia. Und dieser Ansatz, davon sind wir überzeugt, ist ein ganz neuer Ansatz und letzten Endes nicht auch durch die Corona-Krise, sage ich einmal, ein bisschen geboostert worden. Weil wir beide natürlich selber als Medienunternehmen, wie alle anderen Medienunternehmen, vor dem Problem standen und stehen, so wie bringen wir Informationen wirtschaftlich auch an die Rezipienten heran. Und da haben wir natürlich versucht, Ansätze zu finden, beide, und sind eben dann dazu gekommen, hey, wenn wir uns zusammenschließen und versuchen eben multimedial Stories zu verpacken, dass wir auf jeden Fall über unsere beiden Medienhäuser, über diese Dachmarke HJS, die Rezipienten dort erreichen, wo wir sie finden.
Weil das Problem an der ganzen Geschichte ist, keiner weiß, wo die Rezipienten sich gerade aufhalten. Und jeder wurschtelt dann vor sich hin und tut halt irgendwie, aber der Effekt ist, dass man irrsinnige Kosten hat. Und aber für eine Gruppe von Rezipienten, wo man gar nicht mal weiß, dass sie vielleicht diese Information auch bekommen und sowas. Und wir glauben über unseren Ansatz, dass wir auf der einen Seite Synergien und damit Kosteneinsparungen erwirken können, aber auf der anderen Seite mit der Story, mit einer hohen Qualität an Stories, die Rezipienten erreichen. Und nur noch zu meiner Person, ich bearbeite dieses Thema Logistik schon seit 30 Jahren hier in Österreich. Und kann für mich, also bin mit einem anderen Kollegen, der Kollege Horvath, der auch eben unter anderem in der HJS Media World mit seinem Verlag kooperiert, der sage ich mal, älteste Redakteur und Journalist, der sich mit dieser Thematik befasst. Und ich selber habe auch eine entsprechende Expertise, etwa ich bin jedes Jahr auf dem International Forklift Truck of the Year Award, das ist ein internationaler Award, wo über 20 Medien Geräte testen, unterstützt werden vom Fraunhofer IML und anderen technischen Universitäten, um auch technische Innovationen zu beurteilen. Das ist mal das eine. Und das andere bin ich Unterstützer und Jurymember der Logistic Hall of Fame. Das ist im Grunde genommen ein Oscar für international die Logistik international beeinflussende Personen. Da ist zum Beispiel auch die Frau Sänger-Weiß drin oder posthum ist der Gottfried Schenker und der ja in Österreicher ist und in Wien beerdigt ist und auch in Wien sein DB Schenker ist, heute ist bekannt als DB Schenker, aber die Wurzel von DB Schenker ist in Österreich. Und ja, also solche Leute sind da auch in dieser Logistic Hall of Fame drin, natürlich nicht eben auch Lebendige, die meisten sind lebendig, aber ich muss den natürlich eben erwähnen. Und wir glauben, also um das abzuschließen, unter dem Label HJS Media World, das ist unsere gemeinsame Dachmarke, die es uns ermöglicht, auf einer Seite unsere eigenen Marken zu behalten, aber eben genau das symbolisiert diesen crossmedialen Ansatz, dass wir da entsprechend reüssieren können, regional, aber auch international. Das halten wir insofern für eine ganz wesentliche Sache. Und mir ist jetzt nicht bekannt, dass diesen Ansatz es in irgendeiner Form, zumindest im Fachmedienbereich, jemand erfährt. Und damit würde ich mal sagen, Sie gehen die Impulse von Österreich mal wieder aus für so eine Sache, weil wir glauben nämlich auch, dass der Standort Österreich im Zentrum Europas mit solchen medialen Ideen hervorragend ist und eigentlich es auch ein gutes Pflaster ist, Österreich genau solche Ideen zu verwirklichen. Und jetzt ist es halt natürlich ein unternehmerisches Risiko, das wissen wir auch. Aber es ist auch ein unternehmerisches Risiko, permanent die gleiche lineare Schiene zu fahren. Ich glaube, das unternehmerische Risiko ist größer, immer auf den gleichen Schienen zu fahren. Wir verlassen die Schienen und versuchen, neue Schienen zu benutzen. Und ja, schauen wir mal, was wird. Ich glaube, die Basis ist gelegt. Wir können, sage ich einmal, selbstständig sein, aber wir sehen es auch ein bisschen als Phönix aus der Asche nach der Corona-Krise und denken, dass wir vielleicht auch für andere Medien oder Medienhäuser hier mit unserer Initiative ein kleines Beispiel geben können, wo dann, sowas funktioniert vielleicht woanders auch. Ja, und jetzt übergebe ich noch einmal an dich und so, ich stehe für Fragen offen. Ich möchte nur irgendwo das festlegen, dass für mich die Lokalität und die Regionalität eigentlich der wichtigste Faktor, überhaupt der bedeutendste Faktor ist.
Und es ist noch immer so, dass eigentlich der Content von den regionalen oder lokalen Anstalten oder Medienhäusern zu wenig noch Beachtung findet. Und meiner Meinung nach das eigentlich das wichtigste Fundament ist, was letztendlich, wo man diskutieren könnte, aber da braucht man jetzt nicht eingehen, was letztendlich auch für die Demokratie eine ganz wesentliche Rolle ist. Aber das wird noch nicht so anerkannt. Und was mich auch noch, auf was ich noch zurückkommen möchte, und vielleicht zuerst vergessen habe zu erwähnen, wir haben als kleiner Sender ein Gesundheitsformat ins Leben gerufen und hatten 19 Veranstaltungen mit hochkarätigsten Primari der KGS und in Gemeinsamkeit mit den Gemeinden, mit kleineren, größeren und so weiter, und hatten da einen großen Erfolg. Und wir haben eigentlich so eine Schiene, auch eine Gesundheitsschiene dann installiert für die Region. Und das hat eigentlich bei der Region einen derartig großen Anklang, dass man da fast einen Fanclub hat, oder dass man da Leute hat, die sagen, wann geht das wieder weiter, was geschieht. Und natürlich kann man das alles machen und wird man auch machen müssen, aber nur in Gemeinsamkeit, in der Vernetzung und in Kooperationen. Und bei diesen Kooperationen und Partnerschaft geht es um die Ehrlichkeit, mit den Leuten oder mit den Partnern umzugehen. Offen und ehrlich umzugehen, und denen muss man dann auch kritisch, man als Partner kann man aus seinem Partner auch kritische Sachen sagen oder ausdiskutieren, und das ist für mich das Wichtigste. Und es soll alles zusammen kein Einheitsbrei werden. Und ich möchte nur bitten, dass eigentlich vielleicht ein Impuls für die Vernetzung unserer Medien in dem Sinne auch von Ihnen da ausgeht, oder dass man das eigentlich von der Warte oder von der Seite einmal betrachtet. Damit bin ich eigentlich momentan mit den Ausführungen am Ende und stelle natürlich für etwaige Fragen, wenn es welche gibt, zur Verfügung. Bitte. Ja, was macht es jetzt konkret in der Kooperation? Hast du so Die Kooperation geht in die Richtung, wir machen konkret Folgendes. Auf der einen Seite das Magazin, und das Magazin, das was als Wochenmagazin ist, wird gefüllt auch mit Beiträgen aus der Logistik. Also, und wo wir versuchen, wir mit unserem Wochenmagazin Logistik erklärbar zu machen für die Leute. Das ist die eine Schiene. Und die zweite Schiene, das ist eine Spezialschiene in dem Sinne, wo das Know-how von Herrn Schlombach eigentlich in 30 Jahren, wie er dabei ist bei Logistik und damit viel weiß, und um das geht es dann letztendlich, dass da die Möglichkeit vielleicht besteht in Zukunft, vielleicht, das wird sich herausstellen, dass man für das sogar einen Spatenkanal in dem Sinne initiiert, der eigentlich aus der Lokalität heraus dann entsteht. Und konkret in dem Sinne ist es so, dass Beiträge jetzt permanent und entsprechend den Erfordernissen gefüllt werden, in dem Sinne, des Logistikbeiträge sind. Jetzt sage ich, das ist vielleicht auch ein bisschen zu übertrieben, aber die Erklärbarmachung der Logistik für Kleinstunternehmen bis hinunter zur Bevölkerung. Weil ich glaube, die Logistik ein ganz bedeutender Faktor ist in der Wirtschaft. Ja, es ist der tragende Faktor, sage ich einmal ganz salopp, in der Wirtschaft, weil ohne Logistiklösungen funktioniert gar nichts. Weder auf regionaler Ebene noch auf internationaler Ebene, und da gibt es ja auch einschlägige Unternehmen, die hier entsprechend Dinge bewerkstelligen. Aber auf Ihre Frage zurückzukommen. Im Grunde genommen sagt dieser One-Story-Multimedia-Ansatz alles. Sie können eine Story, die Sie machen, in unterschiedliche Formate verpacken. Also das heißt, wenn ich ein Interview, und ich führe viele Interviews bei einem Unternehmen, mache, das kann man gleichzeitig filmisch aufnehmen, weil man ist sowieso schon vor Ort. Und man kann dann diese Story eben auch für unterschiedliche Schienen, wo man die Rezipienten erreichen kann, verbreiten. Diese eine Story muss es halt natürlich ein bisschen entsprechend anpassen und so weiter, weil natürlich ein Printformat anders funktioniert als ein Filmformat oder ein
Podcasts und so. Wir erfinden damit das Rad nicht wirklich neu. Was aber neu ist, dass wir eben diese thematische Zusammenführung haben über diese unterschiedlichen Formate. Und wir glauben, dass wir auf die Art und Weise, wenn wir das auch, wir stehen für Qualität, auch für journalistische Qualität, wir dort die Rezipienten erreichen, wo sie sich gerade aufhalten. Weil keiner von uns Medienmenschen weiß, sitzt denn der, den ich eigentlich erreichen will mit meiner Story, auch tatsächlich dort. Ich war früher mit meinem Magazin Business Logistik, war ich heilfroh und glücklich darüber, dass wir beispielsweise auf dem Klo ausgelegen sind. Ich fand das überhaupt nicht irgendwie schlimm, sondern im Gegenteil, prima. Dort haben die Leute Zeit, können sie durch die Dings durchblättern. Das, wir wissen, die meisten, vor allem Männer, machen das ganz gern, habe ich mir sagen lassen, auf dem Klo irgendwelche Medien konsumieren. So, aber genau das Gleiche ist, heute haben alle ihre Devices, ihre Handy-Devices und ihre Tablets und oder sitzen am Desktop und sowas und wollen sich informieren. Zum Beispiel gerade das Thema Logistik, das kann man auf der einen Seite regional sehr auch durchaus emotional aufbauen, weil es im Endeffekt jeden betrifft. Nur verstehen das viele gar nicht. Und auf der einen Seite sind es Otto-Normalverbraucher, aber gleichzeitig dieser Otto-Normalverbraucher ist dann vielleicht jemand, der eine Investition zu tätigen hat in eine technische Logistik. Und die fängt dann, was weiß ich, bei 10 Millionen Euro an und hat eine Laufzeit von Hausnummer oder Return on Invest sind 10 Jahre und das Ding läuft dann 20 Jahre. Und die wollen auch immer mit neuesten Informationen versorgt werden und das eben auf unterschiedlichste Wege. Und wir glauben, dass wir diese Thematik, die sehr breit angelegt ist, und wo wir natürlich nicht alles abliefern können, das ist eh klar, weil es so ein breites Thema ist, aber wir sind ja da trotzdem sehr stark am Thema dran. Wir wissen, was gerade up to date ist zumindest, dass wir so dieses Thema an die Personen heranbringen können, genau dort, wo sie sich halt gerade aufhalten. Und das ist diese Unique Selling Proposition, die wir haben in Bezug auf das Thema Logistik. Und das kann man natürlich ganz genauso spielen über das Thema Healthcare und Umwelt. Und man kann da sogar Überschneidungen auch in diesem Zusammenhang finden, insbesondere was das Thema Umwelt angeht. Und wir glauben, dass wir da auch ein sehr für den Einzelnen sehr interessante Information bereitstellen können. Und was wir halt versuchen, ist so zu machen, dass es verständlich rübergebracht ist. Ein bisschen zu meiner Person, als ich angefangen habe zu schreiben, habe ich unter anderem auch geschrieben für Unternehmen wie Digital. Ich weiß nicht, ob die noch jemand kennt. Die haben so Alpha-Server, so ein österreichisches Unternehmen gewesen. Die haben Alpha-Server in Wien entwickelt und die sind später von Compaq gekauft worden. Und meine Aufgabe bestand darin, deren Kauderwelsch, technisches Kauderwelsch so zu machen, dass es vorstandstauglich ist. Sprich, der Vorstand hat keine Zeit, stund sich in irgendwas reinzulesen, der muss das in 5 Minuten abwickeln. Und ich habe also angefangen mit dieser Thematik der Vereinfachung, wenn man es mal so will. Und ich denke, das ist in diesem Thema des Logistik genauso und Healthcare genauso zu machen. Also von dem her, wie gesagt, wir erfinden das Rad nicht neu, aber wir glauben dem Rad einen neuen Schwung mit unserer Art und Weise an Stories heranzugehen, geben zu können. Gut. Ja, da frage ich, was denken Sie da für Formate an? Sie sagen Multimedia, in welche Richtungen geht es? Ist das dann eine Sendung, was man sich einmal anschauen kann? Oder was sind Ihre Gedanken dazu? Also ich persönlich würde, wenn wir schon von einem Spartenkanal reden, dann würde ich mir sehr wohl auch TV-Produktionen wie richtige Fernsehsendungen auch vorstellen.
wo über das Thema Logistik beispielsweise, bleiben wir mal beim Thema Logistik, auf den unterschiedlichsten Ebenen diskutiert wird, Talkformate und so weiter, die man auch gut verbreiten kann, die aber gleichzeitig über mein Magazin Business Logistik und über Logistik.net und über Social Media und so weiter gestreamt, was auch immer Sie wollen, verbreitet werden können. Das ist ein Ansatz. Genauso, wenn Sie das bei dem Film da kurz gesehen haben, ich experimentiere ja schon eine ganze Weile, damit auch Messeauftritte, das, was Sie da sehen können, das war mit der Bremer Kaufmannschaft habe ich da auf der Transportlogistik vor ein paar Jahren einen Talk gemacht. Irgendwann nochmal. Solche Sachen, das sind eigentlich Formate und die habe ich gleichzeitig damals schon in eine Story in Business and Logistic verbreitet. Also dieser Grundansatz, der existiert schon lange, weil ich mich eben schon seit mehreren Jahrzehnten versuche, mit dem Thema Cross-Media zu befassen und wie setzt man das tatsächlich um. Was bis jetzt für mich gefehlt hat, war so etwas wie eine Art TV, einen Fernsehsender, weil, sagen wir mal so, solche Formate haben ein ORF oder sowas nur peripher bislang interessiert und interessiert in Wahrheit auch heute noch, vor allem weil viele sich gar nicht einmal so in diese Thematik hereinversetzen wollen. Und da glauben wir, dass wir mit über die ATV, und deswegen habe ich mich auch minderheitsbeteiligt bei der ATV, hier einzelne Formate machen können. Und da hoffen wir ja unter anderem auch vielleicht das eine oder andere mit der Independent Logistics Society da machen zu können. Vielleicht ergibt sich da auch etwas. Und das ist ja unsere Hoffnung, dass vielleicht das eine oder andere, die sich mit Logistik befassen und auch gerne ihre Informationen und Messages, die ja wichtig sind, verbreitet haben wollen, dass sie das vielleicht mit uns versuchen. Ich habe vor einigen Tagen mit dem Peter Tonsch geredet, Kiel-Hilfer. Er hat gesagt, der Weg ist absolut richtig. Die Medien müssen neue Wege gehen. In Zukunft ist das, was ihr da macht, absolut mutiger, aber wichtiger Schritt, weil es weiß wirklich kein Mensch mehr, wie der OF ausschauen soll und so weiter. Da hatten wir mit, das hatten wir seit 1981 die Firma mit der Frau Stöcke gemeinsam, Prozess für den OF, und hat genug Erfahrung, er ist 78 Jahre alt, ich tue ihn sehr, sehr lange her. Das ist ein guter Freund, aber er kann nur für den OF arbeiten. Wie wollt ihr das machen? Ich kenne das Netzwerk, ich kenne Walter Winter, ich kenne die Vorteile nicht, weil ich der Sperrberg in Graz zuschaue, aber ich kenne das Konzept seit einem Jahr. Also wie Eco-Magazine machen, mit viel Beiträgen moderiert, Top-Format ist okay, Beiträge, Reportagen ist logisch, aber Eco macht, das ist eigentlich drei, vier Beiträge, die werden morgen und sind da vor allem sehr ausgesprochen. Ja. Das ist so ungefähr angedacht. Ja, es ist vieles angedacht, aber alles. Es ist sehr vieles angedacht, aber ich muss immer eins dazu sagen, wir müssen auf die Wirtschaftlichkeit achten und so weiter. Und ich glaube, es ist in Österreich jetzt, weil ORF angesprochen. Ich finde ja, dass das alles zusammen, was wir in Österreich machen, vieles wirklich sehr, sehr gut ist. Also es soll ja jetzt von unserer Seite ausgehend in dem Sinne, ist es ja notwendiger denn je, dass Schulterschlüsse auch in die Regionen, Lokalität gemacht werden. Und das ist das, was uns aber fehlt. Wenn ich zum Beispiel da habe, zum Beispiel seit mehr als 2004, 2006, wie die Frequenzregion eintritt, niemand weiß davon, dass ganz Österreich und die Regionen so eingeteilt werden. Jeder sagt dann, ja, es kommt eine neue Technologie. Wir wollen auf allen Kanälen vertreten sein. Es hat ja keinen Sinn mehr, wenn der eine sagt, ich habe nur das. Oder ich habe das miterlebt, ja, seinerzeit, wie die Einführung von Kabelfernsehen, Satellit, wie das Ganze war, wie der andere gesagt, ich habe einen Satellit und du hast Kabel. Das ist alles, das ist passiert, das ist kein Thema. Wir wollen auf allen, oder wir müssen auf allen Kanälen vertreten sein. Und ORF, bitte, ich kann das ja ganz offen sagen, und in Einzelnen habe ich es ja eh schon erzählt, wie der Rawitz und der Wagendorfer von der ORS gekommen ist und gesagt hat, Herr Winter, wir müssen uns jetzt einmal zusammensetzen, wissen Sie was,
die Kleinen, die Regionalen, wir sind ja nicht Konkurrenz, sondern wir kehren zusammen in irgendeiner Form, wir müssen uns abstimmen, und dort liegt so viel Potenzial brach. Und zum Zweiten, auf einmal sind wir draufgekommen, weil im Jahr 2004 bei der Einführung von der, habe ich gesagt zum ORF, bitte vernetzen, so und so. Nein, in Gottes Willen, ihr seid ja die Feinde, ihr seid ja für uns, was weiß ich, die nehmt uns die Werbung weg, also alles was. Und jetzt auf einmal wäre das möglich. Und jetzt ist wieder eine neue Generation oder neue Führung beim ORF. Ich habe ihn Kontakt noch nicht dorthin, aber es wäre, und jetzt, was mich ja stört, ist, dass das von den großen Sendern dann die Kleinen komplett beiseite geschoben werden und der Content, aber alles, was sich wirklich da abspielt, in dem Sinne, ein sehr, sehr wichtiger Content ist für die Bevölkerung, für die Leute. Und wie gesagt, wir leben von der Glaubwürdigkeit, wir leben von dem, dass wir da innovativ sind. Und ich muss sagen, jetzt zurückkommen, Formate und wir oder was, natürlich müssen wir uns nach der Decke strecken und wir sind bereit, Partner in dem Sinne da hereinzunehmen oder zumindest partnerschaftliche Basis zu schaffen, weißt, die darüber hinausgeht. Die Königs, die wiederholen alle paar Stunden, ich bin Konsument von diesen Sendern, die ORF Sendern, die ORF 1 auch weniger, spuckt uns auch nicht, aber es sind diese Deutschen, die per Simple TV, nur 60 Kanäle, und davon schaut 4, 5, und da kommen die Sachen sehr oft, lächelt man immer da. Ja. Und wiederholt, und die schauen sie an. Ja. Also so etwas. Man schaut sich das gezielt an. Ja. Ich glaube, DVD kann man sowieso zu jeder Zeit anschauen. Also im Grunde genommen stellen wir uns sehr wohl auch vor, weil wir können natürlich nicht täglich ein Mörderprogramm egal machen, das ist vollkommen klar. Aber das Thema Wirtschaftlichkeit, das ist genau. Das Thema Wirtschaftlichkeit, da hängen wir natürlich auch von den Unternehmen ab, beispielsweise, die an solche Formate, die wir machen wollen, glauben, die sagen, ja, wir finden das gut und das mitfinanzieren auf der einen Seite. Da kann ich einmal von per se sagen, aufgrund unserer sehr schlanken Strukturen, die wir haben, sind wir in jedem Fall wettbewerbsfähig gegenüber einem ORF oder einem großen Sender. Und können trotzdem aber für eine enorme Reichweite sorgen. Und das ist einmal das eine. Und ich denke, was auch ein Problem ist, was der Walter richtig angesprochen hat, die meisten großen Sender, die versuchen, sich hier in Österreich beispielsweise ein bisschen einfach an den ORF anzugleichen. Im Grunde genommen, wenn man mal genau dann hinguckt, sind bei sehr vielen TV-Formaten, ist es immer das Gleiche in Anführungszeichen. Und es variiert halt ein bisschen. Aber es wird immer über die gleichen Sachen diskutiert und so weiter und so fort. Das, was wir ja machen wollen, und das ist das, woran wir glauben, ist ein Spartenfernsehen, wenn Sie mal so, wo man genau weiß, okay, das unterscheidet sich diametral von dem, was jetzt ein ORF bietet. Und da kann natürlich ein Echo auch solche, aber es ist halt einmal und damit war es das. Und wir können unseren, und das ist der Unterschied auch noch. Ich kann da nur sagen, ich will die Preise nicht nennen, aber ich kenne das Geschäft genau, und ich kann da Folgendes sagen. Er ist viel lokaler dran mit seinem Partner, wenn das da ist, wenn er die technische Reichweite hat. Ja. So, dann kann er das sagen, du kannst eine halbe Stunde locker. Ich weiß, dass für jemanden 20 Minuten, wie viel Geld der dem ORF zahlen muss, nicht einmal erlaubt, dafür zahlen muss für die Produktion, dann macht er weiter 4 Mal. Ja, ich sage, wir sind. Ich weiß das. Ich weiß sogar, was die Musikpartie zahlt dem ORF und für die Produktion. Und ich weiß, was unerlaubterweise der ORF, ich will den Namen nicht nennen, aber die Leute sagen mir das vertrauen. Also das zahlt dann jede Firma sofort für den Beitrag, und er sagt, wir senden von Hessen bis überall hin, das, was du vorhast, in den Raum, was es 2-3 Mal wiederholst die Woche, wann immer das ist, hast du eine technische Reichweite, richtig, hast du einen Content, den hast, richtig, du kannst es produzieren und die Firma zahlt dann die volle Produktion. Und es ist unser einziger Content, darf ich mal aussprechen? Und du hast sogar Andreas, darf ich mal kurz... es ist unser Content und wir können mit dem Content machen, was wir wollen.
Und das ist einmal das eine. Und das zweite ist der Content, den über den ORF gelaufen ist. Der hat das Recht, einmal zu senden. Ja, ja gut, manchmal hat er, wenn er selber, ja, eigene Programme schon, aber da, und, ja genau, und, aber das sage ich da auch im ORF, die kratzen immer nur an der Oberfläche, wenn es das Thema Logistik angeht, logischerweise. Die können nie so in die Tiefe gehen, wie wir das können, weil wir das in dem Bereich Healthcare, Umwelt und Logistik als Querschnittsfunktion, wer 30 Jahre lang in diesem Thema arbeitet und nicht irgendwo in der Versenkung untergegangen ist, der kann ein bisschen was und hat auch ein bisschen Ahnung. Und was meine Person angeht, ich bin ja Long-Covid-Patient, bin fast 2 Jahre ausgefallen und sitze jetzt trotzdem da. Wo andere, alle anderen, die in diesem Bereich unterwegs sind, außer der Joachim, der mit mir hier auch die HJS insofern mit ins Leben gerufen hat, sind aus diesem Metier Logistik schon längstens verschwunden. Und wir können es aber richtig machen. Und da glauben wir, das ist halt unsere Unique Selling Proposition, die uns einzigartig macht. Das muss natürlich jedes andere. Das weißt du, das weiß ich, und genau. Anderen von Kontakt. Können wir draußen noch ein bisschen diskutieren oder was? Genau. Ich habe ein paar Fragen schon angesprochen, die ich auch hatte. Aber lassen wir jetzt mal etwas illegal oder nicht legal ist in der Berichterstattung. Ich glaube, die Berichterstattung ist ja generell das Problem. Ja. Kollegen sind wir irgendwie alle im Übertragen. Ja, genau. Lassen wir das. Sehe ich auch so. Sie sprechen die Logistik an. Das heißt, welcher Bereich der Logistik soll das Gesamtthema werden, bei der Hitze vom österreichischen Hafen mit der Automatisierung bis hin zum Hersteller für Logistiksysteme, namentlich Knapp zum Beispiel, oder Schäffer, das ist Schäffer und so weiter, ähnliche Unternehmen, sagen wir mal, im Dachraum. Von Dresd bis Bremerhaven, von Koschau bis nach Danzig, oder Danzig, wie es auf Polnisch heißt, das ist ja ein Riesenthema, inklusive natürlich der baltisch-adriatische Korridor etc. Auf was wollen Sie sich konzentrieren? Weil wenn mir das mal einfällt vom technischen, vom wirtschaftlichen Bereich, dann fällt mir natürlich dann schließlich auch das Soziale ein. Da gibt es ja auch etliche prekäre Bereiche, ich nehme mal weniger an, dass Sie sich darauf konzentrieren. Nee, das sehen Sie falsch, wenn Sie auf die Logistik.net schauen. Da können Sie sehr genau feststellen, dass sich das genau in diesem Themenspektrum, das Sie gerade genannt haben, darüber berichtet wird. Und das geht bis hinein, dass wir haben das Thema Lieferkettenproblematik. Ja. Lieferkettengesetz in Deutschland. Das wird gerade aktuell auf der Logistik.net behandelt und kommt in den nächsten Business Logistik auch hinein, die dann auf der Logimat in Stuttgart beispielsweise ausliegt. Und das geht bis da hinein, dass wir auch darüber berichten, wenn ein Softwareunternehmen, was die weltweite Lieferketten steuern kann, Investoren von, was weiß ich, 400 Millionen Euro und so weiter bekommt. Wir spielen im Grunde genommen, versuchen wir das Thema Logistik den LeserInnen so entgegenzubringen, dass sie merken, was eigentlich alles Logistik ist und nicht nur jetzt der Hafen von Triest oder sonst irgendwas, immer das eine. Und das zweite ist, und damit gehe ich schon längstens schwanger und deswegen ist es grenzgenial mit dem Wald zusammenzuarbeiten. Meine Tochter hat irgendwann einmal gesagt, sie würde gerne so Filmchen drehen, wo junge Menschen über das Thema Logistik informiert werden, auf der einen Seite, und auch ihre Vorstellungswelt von Logistik gemacht wird. Und man könnte beispielsweise einen Film darüber drehen, ähnlich wie bei der Sendung mit der Maus, mal nur die Thematik, wie kommt der Joghurt, und zwar in 20-facher Ausführung, in das Kühlregal.
Schon allein, wenn man sich vorstellt, welche logistischen Abläufe und Prozesse da mit diesem einfachen Produkt, und das ist ja ein ständiger Kreislauf, vollzogen werden muss, das realisieren ja viele gar nicht. Sie brauchen jemanden, der das Alu herstellt, den Joghurtbecher, der die Milch holt, dann die Molkerei und so. Und da laufen alle Logistikstränge zusammen. Und das ist etwas, was jeder empfinden könnte. Und ich sage auch, wenn mich jemand fragt, was ist Logistik? Dann sage ich, Sie sind ein Logistiker. Wenn Sie am Samstag Ihren Einkauf erledigen wollen, dann betätigen Sie sich als Logistiker, weil Sie nämlich hergehen und versuchen, möglichst effizient den Einkauf von wo auch immer Sie Ihre Waren herbeziehen, bis in Ihren Kühlschrank bewältigen müssen. Und davor ist ein ganzes Netzwerk von logistischen Abläufen, die man auch darstellen kann. Jetzt können wir natürlich nicht alles machen, aber wir können einen Querschnitt der Stories sehr wohl präsentieren, der bis hinein in die Regionalität geht. Und das ist etwas, wo wir auch dann Anbieter von solchen Logistiklösungen im weitesten Sinne sehr wohl gerne dazu einladen, zu sagen, Mensch, eigentlich ist es eine coole Sache. Ich nur mal das Thema Knapp. Sie haben die Firma Knapp angesprochen. Das ist ein steirisches Unternehmen. Die haben da irgendwo in Hintertupfing. Ich weiß jetzt nicht ganz genau. Ich weiß, wo die Hart sitzt und wo sie auch ihren Campus haben und so weiter. Ich bin Dauergast dort als Journalist. Nein, aber die haben, mir fällt jetzt nur der Ort nicht ein, zum Beispiel eine Lösung an einer Tankstelle realisiert. Das ist eine verhältnismäßig kleine technische Lösung, wo Bauern oder wer auch immer dann seine Waren aus der Region dort verkaufen können, aber das erledigt dann mehr oder weniger ein kleiner Robot. Ja, da können Sie dann bestellen und das geht dann da raus und Sie können da einkaufen und da ist überhaupt niemand außer die das dann nochmal irgendwann besticken. Solche Lösungen haben eine hohe Regionalität und da würden mir 1000 Lösungen einfallen, die beispielsweise den demografischen Wandel in den Gemeinden, die ja mittlerweile keine Einzelhändler mehr haben, aber lösen können über die Technik. Und über solche Sachen wollen wir berichten. Und ich glaube, da finden wir mit den Technologiepartnern sehr wohl auch, die ein Interesse daran haben, auch sich in der Regionalität zu präsentieren. Es ist nicht immer nur, und da hat nämlich der Walter recht, es geht viel um die Regionalität, aber wir können den Sprung schaffen von der Regionalität in die Überregionalität. Und das Soziale, habe ich auch. Und das Soziale, ich meine, Sie können das ja genauso ansprechen. Genau. Na, und das Soziale, habe ich vor allem verstanden, die prekären Dienstverhältnisse, 16-Stunden Arbeitstage, Arbeitsverträge, die alles andere als rechtskonform sind und so weiter. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie das wahrscheinlich auch. Also, solche prekären Arbeitsverhältnisse kommen insbesondere bei CAP-Dienstleistern und so weiter, das ist bekannt. Ja. Natürlich, wenn es pressiert, machen wir das auch. Das ist ja wir begreifen uns nicht als das Sprachrohr allein, sage ich mal, dazu, sondern natürlich muss sich ein solches Unternehmen diesen Problemen stellen. Wir sagen aber nicht nur, das ist ganz schrecklich. Also das ist mal meine persönliche Einstellung, das ist ganz schrecklich, diese prekären Arbeitsverhältnisse, sondern wir lassen dann natürlich, und das habe ich in der Vergangenheit häufiger gemacht, Roundtables mit CAP-Dienstleistern, wo es dann einfach, liebe Leute, wie wollen wir das machen? Die Otto-Normalverbraucher will die Logistik gar nicht bezahlen. Wenn wir gut bezahlen wollen, die Menschen,
dann muss das der Otto-Normalverbraucher auch bezahlen. Bis jetzt ist es ja so, dass die Logistik immer, ohne jetzt Sprecher werden wollen für die Logistik, aber es ist so, dass in der Vergangenheit die Tendenz war, möglichst Kosten runter. Die Logistik im Gesamtkostenaspekt sind, was weiß ich, 2, 3, 4%, insbesondere die Transportlogistik. Und es ist vollkommen wurscht, wo die Ware herkommt. Und in der Feinverteilung ist es im Grunde genommen ganz genauso. Das heißt, wir würden nicht nur sagen, jetzt die anklagen, sondern wir lassen natürlich genauso auch die anderen, die Gegenseite zu Wort kommen, die oft genug sagt, Leute, wir müssen die Preise hochbringen, damit so etwas nicht passiert. Es ist immer auch eine Frage des Geldes. Und ja, wir würden solches, aber eben beide Seiten, nicht einseitig, boah, das ist schlimm, würden wir ganz gerne, und machen wir auch, das ist auch Thematik auch immer wieder in Business Logistik gewesen, aber nicht nur diese eine Seite, sondern eben auch die andere Seite. Und die letzte Frage, dieses One-Story-Prinzip, wir machen das selber schon seit 10 Jahren, ja. Also das ist, wenn man Blog, nehmen die Videos, bauen sie ein in den Blog, schreiben dort einen Artikel und nehmen mal auf dem Prinzip, wollen sie weiterreiten, was ist jetzt aber daran neu? Ich habe ja gesagt, wir erfinden das Rad nicht neu, das ist die Kernaussage, aber wir verleihen dem neuen Schwung. Und ich weiß, ich selber habe ja crossmedial schon oft gearbeitet, wenn Sie den Film sehen, aber dass wir dieses jetzt gezielt auch, also das wird sich dann auch auf den, genau, wir werden, es wird bei uns keine Inserate oder sonst irgendwas verkauft, sondern wir verkaufen Kommunikationsleistung. Das ist dann auch das unternehmerische Prinzip, wenn Sie danach fragen. Und die stellen wir in Rechnung. Und nicht, und da kann natürlich ein Inserat oder sonst irgendwie so etwas dabei sein. Wir stehen jetzt zum Beispiel aus der Print-Ebene vor dem Problem, dass für Inserate der Kommunikationskuchen in den Unternehmen, wir machen ja B2B-Marketing, es läuft bei uns, das sind 2 oder 3%. Und wenn Sie dann 40 Magazine haben, die sich um diese 2 oder 3% prügeln, dann wissen Sie ganz genau, wohin der Hase läuft. Dann können Sie das nicht mehr wirtschaftlich machen. Deswegen ist das ein anderes Prinzip. Deswegen sagen wir stellen die und die und die Kommunikationsleistung zur Verfügung und die Verbreitungsleistung zur Verfügung und wir haben gleichzeitig das journalistische Know-how, das stellen wir auch zur Verfügung und das hat einen Preis. Und das sind dann halt Inserate dabei, sonst irgendwie, das können Sie halten wie der auf dem Dach. Wir haben etwa 100, sage ich mal, kommunikationsstandardisierte Kommunikationsprodukte, die wir zusammenstellen können und daraus ein Jahresbudget oder sowas erwirken. Der Effekt aber von dem Ganzen, weil wir das so machen können und so eine Breite haben, sparen wir einem Marketer enorm viel Geld. Wir begreifen nicht die anderen Medien als Mitbewerber, sondern Wahrheit ist für uns, sind zum Beispiel Agenturen die Mitbewerber. Die kassieren 15% einfach dafür, dass wir überhaupt, dass man bucht auf der einen Seite und das auf der anderen Seite drücken es dann auch noch den Preis. Ja? Und alles, was die tun, auch PR-Agenturen, also Sie kennen das, wie PR-Agenturen arbeiten, die verdienen damit, dass ihre Stories verbreitet werden. Ist alles schön und gut. Aber die nehmen uns ein massives Geld weg, weil die Leistung erbringen wir. Und wir ersparen letzten Endes einem Marketer damit einen Haufen Geld, weil er nicht über eine Agentur, die man Schweinegeld kostet, eine gewisse Reichweite, von der er nicht weiß. Der Marketer weiß nicht, ob die Agentur tatsächlich für diese Reichweiten sorgen kann. Das ist nur so eine Erwartungshaltung und ein Versprechen. Wir können es aber belegen. Und das ist der große Unterschied. Und wir können mit unseren Reichweiten, die wir schaffen,
ja, können wir natürlich auch punkten. Und das ist in Wahrheit, das ist ein Geschäftsmodell für, wenn Sie es mal so wählen, für Medienhäuser, was wir hier vorstellen. Also Sie reden konkret von gesponserten Beiträgen? Die müssen nicht gesponsert sein. Aber wenn ein, wir machen ja einen Servicejournalismus. Wir machen nicht primär einen investigativen Journalismus. Servicejournalismus heißt, da gibt es einen Rezipient, der Information braucht und der Information sucht und sich konkret informieren möchte. Und diese Information, und das haben wir immer so gehalten, die kann man nicht bezahlen. Also ich hatte mal oft gefragt, was kostet es, wenn du, also das können sie nicht bezahlen. Ja? Sondern da müssen andere Dinge. Aber wir wollen Stories machen, die objektiv sind. Und unser Anspruch ist der, dass wir den Rezipienten eine Idee geben können für das, was er braucht. Wir wollen, dass er einfach, ja, ach, das könnte ja vielleicht für mich auch passen. Den Rest müssen die Unternehmen von selber tun. Wir verkaufen für die Unternehmen nichts. Das müssen die Unternehmen selber machen, aber wir informieren unsere Rezipienten über diverse Themen. Und das können sie auf den unterschiedlichsten Ebenen spielen. Das ist kein gekaufter Journalismus. Gut, dann glaube ich, kommen wir mal zum Ende. Oder, da sage ich einmal herzlichen Dank fürs Kommen und bitte bedienen Sie sich noch für die Brötchen und bedienen Sie sich noch an die Getränke und Kaffee. Und ich sage herzlichen Dank noch einmal fürs Kommen. Bitte. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.